So, und hiermit heiße ich euch herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf diesem Kanal hier. Ja, ich bin wieder auf meiner Hausstrecke unterwegs, aber das hat den einfachen Grund, dass ich die Strecke in- und auswendig kenne und am besten reden kann, wenn ich die Strecke fahre. Aber wenn es vielleicht ein bisschen unkreativ für euch erscheinen mag. Aber ja, heute soll es mal um dieses Bike hier gehen. Ich bin ja im letzten Video nicht unbedingt auf die Hypermotard 59 SP eingegangen, aber jetzt will ich das auch mal noch machen, damit wir so ein paar Daten durchgehen und so weiter. Es soll jetzt hier keine ausführliche Testfahrt-Video werden oder wie auch immer. Aber ich möchte einfach so ein paar Grunddinger durchgehen und vor allem will ich sagen, ob sich der Kauf für mich gelohnt hat oder nicht. Wobei ich denke, die Frage könnt ihr euch wahrscheinlich schon selber beantworten. Ja, und ich muss sagen, wir haben jetzt hier mittlerweile so ziemlich genau ein bisschen mehr wie 2000 Kilometer drauf. Die habe ich auch relativ schnell jetzt doch drauf gehabt, weil ich halt jetzt jeden schönen Tag quasi ausgenutzt habe, um mindestens irgendwo eine Runde zu drehen. So, aber was gibt es jetzt mal über das Bike zu sagen? Also ich würde sagen, wir fangen einfach mal kurz mit dem Motor an. Wir haben hier ja einen V2 mit 937 Kubik, wenn man es genau nimmt. Und der zieht raus wie Hölle. Oh, die Gullideckel. Ah, das ist halt so ein genialer Motor. Wir haben hier 140 PS drin, dazu 96 Newtonmeter. Aber ich muss sagen, würde ich sagen, der Motor fühlt sich nach viel, viel mehr an. Also, keine Ahnung, vielleicht so nach 140 PS. Weil es nimmt kein Ende. Man kann am Gas bleiben und gefühlt bekommt, also der Begrenzer kommt nicht. Also es ist echt so. Man kann da so lange im dritten Gang am Gas bleiben, es kommt gefühlt einfach gar kein Begrenzer. Und das feiere ich übelst bei dem Bike. Und deshalb fühlt sich das Ganze nach viel, viel mehr Leistung an, wie es eigentlich ist. Aber jetzt gerade durch den V2 muss man halt sagen, wenn man jetzt von der 1000er 3- oder 4-Zylinder kommt, man muss halt in den Kurven schon mal eher noch einen Gang runterschalten, weil er unten durch einfach ziemlich holprig ist und so weiter. Und dann, wenn man aus der Kurve richtig raus beschleunigen will, was halt mit der Triumph aus dem vierten, fünften Gang ging, muss man hier dann schon mal eher in den dritten schalten. Sehr enge Kurven, sehr enge Kurven. Aber wenn man dann mal in den dritten schaltet und einfach so richtig durchlädt, ist es absolut gestört, was abgeht. Ich muss auch sagen, ich nutze den zweiten Gang eher seltener bei dem Motorrad, weil im zweiten Gang will das Motorrad halt einfach immer nach oben und das ist aus den Kurven raus dann zum Teil ein bisschen unangenehm. Darum fahre ich dann meistens halt noch im dritten. Aber wozu der zweite gut ist, ist eigentlich das da. Dafür ist er eigentlich ziemlich genial, weil ihr seht schon, das Bike ist absolut leicht zu wheelen. Ich bin kein Wheelie-Gott oder so. Ich habe letztes Jahr relativ viel auf meiner BMW Wheelies geübt, aber das Bike lässt sich so dermaßen einfach wheelen. Es ist absolut genial. Am Anfang hatte ich so ein bisschen Mühe, weil ich zuerst rausfinden musste, wie man die am besten wheelt. Und es war am Anfang immer so, dass ich so leicht auf der Hinterradbremse war und dann hat der den Wheelie gefühlt immer direkt abgebrochen, weil da, keine Ahnung, irgendwie Elektronik eingegriffen hat oder so. Aber seitdem ich jetzt mal weiß, wie man es am besten macht, geht die so geil nach oben und vor allem ist es richtig leicht, die relativ lange oben zu behalten, weil sie halt auch genug Leistung hat. Aber ich muss jetzt auch sagen, ich spiele es noch nicht am Kipppunkt mit der Maschine hier, also so ist es nicht. Aber ich denke, wenn man da ein bisschen dran bleibt, kann das auf jeden Fall ganz, ganz geil werden mit der Maschine. Und das ist genau so ein Grund, warum sich das Bike für mich einfach so gelohnt hat. Weil ich liebe es, wenn man aus der Kurve rausziehen kann mit einem Wheelie und so weiter. Wenn du halt siehst, es kommt jetzt einfach eine gerade Strecke und du aus der Kurve kommst und dann denkst du, ja, jetzt kann man mal im zweiten Gang einen Wheelie reißen. Das ist einfach genau das, was ich wieder haben wollte, was ich halt mit der Duke 97 auch etwa hatte. Zwar nicht ganz so geil, aber trotzdem schon so, dass man es machen konnte. Und bei der Triumph war das halt irgendwie einfach ein No-Go, weil man gefühlt die ganze Elektronik ausstellen musste mit Traction Control und alles, dass da überhaupt was ging. Und dann war halt das Fahrwerk auch viel zu deftig, wenn man mal ein bisschen heftiger aufgekommen, also heftiger, ja, wenn man ein bisschen fester wieder aufgekommen ist, hat es dann gefühlt das ganze Motorrad verschlagen und so weiter. Und die Triumph ist halt einfach jetzt nicht fürs Wheeling gedacht, das ist absolut klar. Aber ich habe halt gemerkt, dass ich wieder sowas in der Art will, dass man halt einfach so ein Wheelie reißen kann und so weiter. Das ist das Fahren, was mir wirklich Spaß macht. Ja, und dann haben wir halt noch dazu diesen V2-Sound. Also wir haben hier noch die Originaltöpfe drauf, wir können die, ich werde nachher mal noch irgendwo halten, dann können wir uns das Ganze noch anschauen.
Aber die Originaltöpfe klingen dermaßen bestialisch, also die klingen richtig böse, muss man echt sagen, wie die sind so richtig rotzig und so. Vor allem jetzt, wo die schon ein bisschen eingefahren sind. Und man muss ja dazu sagen, wir haben hier 97 Dezibel Standgeräusch, das heißt in Österreich wird es halt eher nichts mit dem Bike, also zumindest halt im Südtirol bei ein paar Strecken. Aber ich denke mal, ich werde da eh nicht großartig unterwegs sein. Aber wenn es trotzdem halt schade ist, dass man irgendwo ein bisschen eingeschränkt ist, nennen wir es mal, und dass man halt, wenn man irgendwie eine Tour nach Österreich plant, muss man halt schauen, dass man da nirgends lang fährt, ist halt schon dumm, aber ja, ich glaube, von uns ist allgemein keiner wirklich einverstanden mit den Gesetzen in Österreich. Aber ich muss sagen, da bevorzuge ich trotzdem zehnmal diesen Sound, auch wenn man halt mal kurz ein bisschen umplanen muss, wenn man in Österreich rein will oder so. Aber was mich dann zwar wiederum so ein bisschen nervt am Sound, ist die Klappe, die drin ist. Ich muss sagen, das ist eine ganz gute Sache, dass die greift ja zwischen 50 und 55 km/h geht da die Klappe zu und dann hast du quasi gar keinen Sound mehr, was eigentlich genial ist, wenn man innerorts fährt. Also nur im dritten Gang, muss man sagen, aber trotzdem finde ich an und für sich eine gute Sache, aber es nervt, dass der Bereich nur von 50 bis 55 km/h ist. Wie ihr seht, ich fahre immer drunter, wenn ich halt hinter einem Auto innerorts herfahre. Und von dem her geht das die ganze Zeit auf und zu, auf und zu, auf und zu, auf und zu, auf und zu. Und das nervt dann mit der Zeit fast schon ein bisschen tatsächlich. So, jetzt müssen wir, glaube ich, hier abbiegen, glaube ich. Ja, das müsste richtig sein. Und so blöd es klingt, aber dann überlegt man sich fast schon, ob man die Klappe nicht einfach rausnimmt, weil das nervt halt echt irgendwie. Ganz witzige Story, das war tatsächlich das Erste, was mich der Ducati-Händler gefragt hat, ob ich dann die Klappe direkt rausmachen will, das können sie direkt machen und so weiter. Aber ich dachte mir, komm, ich lasse die jetzt mal drin, weil es klingt ja an und für sich schon nach einer guten Sache, weil ich will ja innerorts auch den Leuten nicht auf die Eier gehen. Aber ja, irgendwie ist es so ein bisschen, erfüllt es der Zweck nicht so ganz. Wäre die Klappe jetzt von 45 bis 55 km/h absolut genial, aber so geht es die ganze Zeit auf und zu, da nervt es fast schon ein bisschen. So, dann haben wir hier bei der SP halt noch dieses absolut geniale Fahrwerk drin, was halt quasi in jeder Lage funktioniert. Zum Teil ist es mir schon fast ein bisschen zu stramm, aber ich muss sagen, ich werde es auf jeden Fall so lassen, ich werde da nichts umstellen. Weil es funktioniert halt richtig gut in Kurven und so weiter. Aber man kriegt die Bodenwellen, ja, die spürt man halt dann schon. Aber man kann jetzt hier nicht erwarten, man kauft eine Supermoto, die dann quasi alle Bodenwellen wegstecken. Nee, das ist auf jeden Fall nicht der Fall. Man spürt die Bodenwellen schon recht heftig. Aber man muss sagen, dafür funktioniert es absolut genial in den Kurven, das Öl ins Fahrwerk. Von dem her kann man sich da halt überhaupt nicht beklagen. Und ich meine, ich habe das Fahrwerk von der Triumph damals ja umgestellt und das war dann deutlich härter wie das jetzt hier. Ja, und dann gerade von wegen Fahrwerk und SP-Variante kommen wir nochmal zu einem riesigen Negativpunkt, was halt für die meisten Fahrer wahrscheinlich dieses Motorrad einfach unattraktiv macht. Und zwar ist es halt einfach der Preis. Aber ich meine, wir sind jetzt hier bei ein bisschen unter 17.000 Listenpreis, glaube ich. Also gehen wir jetzt einfach mal von 17.000 aus. Ich in der Schweiz habe noch ein bisschen mehr bezahlt. Waren vielleicht so, keine Ahnung, 200, 300 Euro mehr oder so. Aber kann ich jetzt auch noch mit leben. Aber man muss halt sagen, für die Leistungsklasse ist es schon eine Wucht, der Preis. Man versteht es irgendwo, wenn man halt schaut, was hier alles dabei ist. Weil allein diese Schmiedefelgen, die auf der SP sind, sind halt schweineteuer. Dazu das Öl ins Fahrwerk und alles Mögliche. Da kommt der Preis vielleicht schon irgendwo zusammen. Auf jeden Fall, aber ja, man schaut halt mal, für 17.000 neu kriegt man zum Teil fast eine neue Super Duke. Die kostet zwar Listenpreis ein bisschen mehr, aber ich denke, bei einem Händler oder so kann man die zum Teil sicher auch schon für 17.000 abstauben, wenn man ein bisschen Glück hat. Und ja, eine Super Duke hat einen 1300 Kubik großen V2 mit 180 PS. Ja, ist dann schon eine andere Liga wie hier die 950 Kubik mit 114 PS. Und wenn man das so sieht, preis-leistungstechnisch, ist die, glaube ich, wirklich ein bisschen absolut over the top. Weil man kriegt jetzt halt eine Duke 890 mit mehr Leistung und so weiter, etwa gleiche Ausstattung für 14.000, 15.000 oder so. Darum muss man halt schon echt sagen, ist es schon heftig, was hier für einen Preis verlangt wird. Aber man muss ja sagen, es ist ein Hobby und wenn das halt ein Traummotorrad von jemandem ist, genau wie es halt bei mir das Traummotorrad war oder das Traummotorrad ist, dann
schaut man da nicht so krass aufs Geld und man investiert lieber mal ein bisschen mehr. Und dafür hat man dann richtig Spaß an dem Motorrad, was ich jetzt auf jeden Fall habe. Und ich würde sagen, es war der Preis einfach komplett wert. Also ich bereue es überhaupt nicht. Und das beantwortet jetzt auch gerade die Frage eigentlich. Das war die beste Entscheidung, die ich eigentlich treffen konnte, sagen wir es so. Weil mir macht das Motorradfahren wieder richtig Laune. Ich habe jetzt in kürzester Zeit über 2000 Kilometer aufs Bike gefahren. So, wenn wir jetzt irgendwo eine Stelle finden, dann können wir auch noch kurz rausfahren und schauen uns das Bike an. Weil ich wollte auch noch kurz über die Reifen reden, weil wir haben hier die Pirelli Super Corsa V3 drauf. Da hätten wir zum Beispiel rausfahren können, habe ich jetzt verbockt. Und die Reifen, die sind jetzt nach 2000 Kilometer, die sind jetzt auf jeden Fall unter der Verschleißgrenze. Aber ja, jetzt haben wir hier gerade eine ganze Armada vor uns. Ja, also die sind auf jeden Fall runtergefahren und die neuen Reifen sind schon bestellt. Ich habe mir wieder die Dunlop Sportsmart MK3 bestellt. Die kommen dann auch diese Woche dann eigentlich, wenn ihr das Video seht, kommen die direkt drauf. Oh je. Ja, und von wegen Reifen, der war ja auch bei der Sweet Triple am Anfang noch drauf und ich war da überhaupt nicht mit zufrieden. Ich muss jetzt aber sagen, auf der Hypermotard finde ich ihn tatsächlich gut. Es kann aber bei der Speedy auch dran liegen, dass die ja schon 1500 oder 1200 Kilometer oder so drauf hatte und der Reifen deshalb schon ein bisschen abgefahren war. Und jetzt hier hatte ich ihn von Anfang an. Das größte Problem bei dem Reifen ist einfach die Laufleistung, weil eben nach 2000 Kilometer runtergefressen und man zahlt irgendwie, keine Ahnung, 250 Euro für das Set. Ey, das ist eine absolute Schweinerei in meinen Augen. Aber es ist ja eigentlich auch ein Rennstreckenreifen oder so und jetzt nicht gerade für die Landstraße gedacht. Aber er funktioniert an und für sich ganz gut auf der Landstraße, kann man ja wirklich dazu sagen. Man muss ihn einfach recht warm prügeln, aber dann funktioniert er eigentlich ganz gut. Aber ich freue mich wirklich, wenn es der Dunlop drauf ist. Weil es hilft mir wahrscheinlich einfach nochmal mehr, so richtig warm zu werden mit dem Motorrad. Auch wenn ich mich schon extremst wohl fühle mit dem Motorrad. Aber hilft mir sicher nochmal ein bisschen mehr, so richtig reinzufinden. Stellt's aus, fahren wir hier mal schnell raus. So. Also jetzt noch zum Abschluss, schauen wir uns kurz den Reifen an. Also er ist schon wirklich stark an der Verschleißgrenze. Der hat hier den Punkt auch schon erreicht und das ist ja, glaube ich, sogar unter der Verschleißgrenze, dieser Punkt. Also man kann sich nicht unbedingt auf den verlassen. Und hier hinten ist etwas gleich. Hinten hat er sogar noch ein bisschen mehr Profil drauf tatsächlich. Ja, man sieht auch das Vertrauen, was ich zu dem Bike habe, von Anfang an eigentlich. Also es ist absolut genial. Ich habe nach den ersten 200 Kilometer oder so habe ich den Reifen auf Kante gehabt. Weil das Motorrad hat bei mir so ein Vertrauen ausgelöst. Das ist absolut genial. Und freue mich jetzt richtig auf die neuen Reifen. Aber wenn der ganze Reifen hier oben klebt... So, ja, ich würde sagen, mit dem Anblick werden wir dieses Video hier beenden. Ich weiß nicht ganz, wie lang das Video geworden ist. Ich hoffe, ich kann es ein bisschen kurz schneiden, dass es nicht allzu lang wird. Und dann würde ich sagen, Leute, passt wie immer auf euch auf. Dann haut raus, macht's gut und ciao.